Ja, genau. Ihr habt mich richtig verstanden. Variety Gaming ist zurück. Und das, was wir heute spielen, ist ein unerwarteter Kandidat. Da kommt ihr niemals drauf. Das, was wir heute spielen, ist City Skylines. City Skylines ist zurück. Ja, ich habe wieder Bock, Städte zu bauen. Ich habe wieder Bock, das Business in die eigene Hand zu nehmen und ein bisschen Stadtplanung zu machen. Gutes neues Jahr noch. City Skylines wird also gespielt. Alle DLCs? Ich glaube, ich habe alle DLCs. Gab es heute ein neues DLC? Nee. Ich mache mir jetzt erstmal einen ganz entspannten an. Mal ein bisschen Mucke hier. Ich habe sehr viel City Skylines gespielt, aber ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Das heißt, wir müssen heute schauen, ob ich damit zurechtkomme. Okay, wir nehmen uns erstmal was mit viel Baugrund. Das ist eine relativ anfängliche Karte. Ich glaube, Flussebenen ist auch noch relativ 81%. Flussebenen sieht gut aus. Lass uns mal Flussebenen nehmen. Ich habe nur ein paar Mods. Ich habe hauptsächlich Vanilla mit DLCs und ein bisschen dies, das, Ananas. Okay. Gut. Was, warum geht er denn nicht in den Dings rein? Achso, ich muss erstmal kurz. Das da drüben brauche ich noch nicht. So, ich baue einfach mal ein bisschen, ne? Ich mache erstmal los hier. Hi, geklingelt. Steiger. Ja, machen es ein bisschen breiter. Mein Gott, Digga, gib ihm doch länger. Besser. Hab ich geklingelt? Kuss. So. Ab. Okay. So, ich habe gerade mal den Zufahrt zu unserer Stadt umgebaut, ein bisschen. Wir werden das danach noch wahrscheinlich hier ein bisschen ändern, weil das hier können wir nochmal wiederverwerten, aber ich will jetzt hier erstmal so eine Sache haben. Und jetzt gehen wir auf Dirt Roads. Das bedeutet, obwohl ich kann es noch ein bisschen länger machen eigentlich, oder? Ein bisschen länger mache ich es noch. Ich meine, wir haben nicht so viel Geld, aber das sollte trotzdem reichen. So. Und dann verbinden wir das hier unten einfach mit so einer Straße. Ich nehme die Dirt Roads einfach, damit es ein bisschen günstiger wird, natürlich. So, das geht wahrscheinlich weiter. Ich mache auch mal hier weiter. Ich denke, das können wir dann upgraden noch.
Das kostet nichts hier. Das wird ein Collector, der geht lang. Und dann machen wir hier unsere erste Straße vom Also bei City Skylines, für Leute, die nicht wissen, City Skylines ist viel messen und viel beobachten. Das bedeutet, ich muss jetzt sozusagen vorplanen, welche Straßen ich upgrade und welche nicht. Ich werde mich dazu entscheiden, wo mache ich denn das Industriegebiet hin? Ich mache das Industriegebiet hier oben hin, weil ich mache das erstmal hier hin, weil das nah an der Autobahn ist und das Industriegebiet eine separate Autobahnzufahrt kriegt. Ich mache das also hier hin. Hier unten mache ich die Wohngebiete hin und da gehen wir in einem Grid von 11. Lang. Ich denke, das wird mein Grid. Oh, Entschuldigung. Perfekt. Dann können wir hier die... Ah, oh, fuck. Komme ich hier direkt dran? Warte, das kriege ich hier noch. Okay, das ist mein Grid. Das ist so die grundsätzliche Struktur. Ich will nicht zu viele Auffahrten haben. Ich denke, ich mache hier noch eine Auffahrt drauf, weil das hier eine Arterie bleibt. Das heißt, das ist so eine Autobahn, so eine Autobahnverbindung, die wir auch, warte mal, in welche Richtung breiten wir uns aus, die wir auch hier rumbiegen werden. Das heißt, hier hinten ziehen wir das dann in so eine Kurve und dann bauen wir hier weiter und ich will die Autobahnauffahrt sozusagen hier weiterführen lassen. Okay. Das erstmal zum grundsätzlichen Aufbau. Wir bauen einen Wasserturm, mal direkt bei der Einfahrt hier vorne hin. Ja, ich denke, ich baue den mal. Ich habe das Grid halt hier hochgezogen, aber das ist, glaube ich, kein Problem. Ich kann ja hier noch Geschäfte machen. Dahin. Wir brauchen ein... Ich mache mal ein Kohlekraftwerk. Kohle, Digga! Und... Was habe ich jetzt hier? 12. Genau. Und jetzt 20 und gut. 20 und gut. Hier ist irgendwie eine weirde... Haben wir hier aber nicht.
Merkwürdig. Hier diese, seht ihr diesen, diese Flächen da, die da frei sind? Weiß ich nicht, wieso. Ist aber eben eigentlich. Naja, ich werde es jetzt erstmal ignorieren. Vielleicht baue ich da einfach das Kohle-Ding hin. Ich denke, das ist auch okay. Warte, ich ziehe das Gut nochmal weiter. Das wird größer, das wird größer. Ich denke, das ist kein Problem. So. Hier ist es nicht so, hier oben aber schon. Okay, wir haben Strom, wir haben Wasser. Jetzt müssen wir das nur noch hier auslegen. Und wir können dann die können das hier einigermaßen verbinden. Ich glaube, das machen wir. Das können wir machen. Ich würde aber, glaube ich, das hier zu einem Collector machen, nochmal zu einer großen Straße. Dann baue ich daran nicht. Oh, was ist denn hier los? Warum ist denn das so schief? Hä? Digga? Hier ist ganz schön was schiefgelaufen, aber. Hier können wir so einen kleinen Park hinmachen. Collector und dann passt das nochmal. So, und dann Zoning, let's go. Will ich nicht, aber hier vielleicht? Nee, auch nicht. Hier will ich Geschäfte dran haben. Thank you.
So, das ist nur für den Anfang so. Jetzt müssen wir kurz gucken, dass das Zoning da auch einigermaßen passt. Okay. Gut, let's go. So, die Leute ziehen ein. Oh, wir haben Abwasser nicht. Moment. Was macht denn jetzt hier mehr Dreck? Ich glaube, ich mache eine Inlandsaufbereitung. Medina. Ja, dann machen wir die hier, oder nicht? Perfekt. Hat die Strom? So, hätte ich fast vergessen, Digga. Jetzt haben die auch Abwasser. So, wir müssen jetzt hier weiter zonen. Ich glaube, das hier unten zone ich nicht, weil das wird ein Collector. Hier kommt ein Geschäft hin. Der Autobahnanschluss? Nee, ich habe noch keine Autobahn. Ich kann das noch nicht richtig machen. Der Grund, warum das noch so aussieht, ist, weil es halt sketchy ist. Ne? Also es ist halt... Die Leute kommen halt erstmal so rein. Das ist halt nicht zu ändern gerade. Ich habe die Straßen noch nicht sozusagen. Also wenn ich jetzt hier auf Autobahn gehe, kann ich noch nichts verändern. Das schaltet sich ja erstmal frei. Ja. Du hast nur eine Seite angeschlossen. Hä? Nee. Die hinten ist doch angeschlossen. Also ich könnte das jetzt hier auch rüberziehen, aber das ist eigentlich egal. Oh, wir brauchen noch Hydrowasser, aber das kann ich erst später machen. Ich muss warten, bis das Geld da ist. Minus ist ganz normal. Das kommt erst, wenn die Leute einziehen. Eine Fahrbahn Richtung der Autobahn angeschlossen. Das ist nicht korrekt. Was ist denn das hier? Du kannst hier rausfahren. Hä? Die andere Autobahnseite musst du hier unten umfahren. Das ist doch scheißegal hier oben, lol. Das hier, das ist scheißegal. Das interessiert mich gar nicht da oben. Das interessiert mich nicht. Das hat dir auch niemand zu interessieren. Tatsächlich, das ist vollkommen egal. Die kommen auch so zu dir. Das ist vollkommen egal. So, wir haben... etwas freigeschaltet. Wir haben jetzt Geld, Gesundheitswesen, Bildung und so weiter und so fort. Jetzt kann ich den Geschäften auch Wasser geben.
großzügig von mir. Ich denke, ich ziehe das eh hier rüber. Nee, das ist der Kollektor, da bleibt nichts dran. Das heißt, da muss ich eine Wasserleitung drunter legen. Sollten gleich eigentlich Strom bekommen. Ja gut, ich gebe den kurz noch Strom. Das erledigt sich aber gleich. So, dann machen wir die Steuern auf 12 ist der magische Wert noch, denke ich. Wirst du auch aufgequetscht wie Orange, Morange und Skurovs? Sarge. Hä? Wer sollte denn auf Kick streamen, unironisch? Da geht's ja ausschließlich um Gambling. So, wir müssen uns so langsam um Müll kümmern. Ich mag eigentlich keine Deponie, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das, ob das Recyclingzentrum hier ausreicht. Ich würde einfach mal sagen, wir versuchen es mal, ne? Der Unterhalt ist halt deutlich höher. Es kostet halt deutlich mehr. Ich habe Traffic, ich habe den Traffic Mod drin. Traffic Manager. Ah, fuck, das passt fast. Ich denke, dass ich das hier am Collector hinsetze, ist erstmal in Ordnung. Ich kann gerade nicht 16.000 für eine Verarbeitungsdings ausgeben. Verzeihung. Genau, ich kann die später lernen und abreißen, ja. So, wir brauchen kein Krankenhaus vielleicht. Das, was wir jetzt gleich machen, ist erstmal noch das Industriegebiet vergrößern. Weil da ist auf jeden Fall Bedarf und wir holen uns noch mehr Einkaufsläden. Und ich denke, wir können hier so eine schöne Einkaufsgegend machen. Und hier oben auch nochmal. Ein bisschen weird, dass da teilweise ein bisschen was off ist. Ich weiß auch nicht, woran das liegt gerade. Dann können die hier auch noch einkaufen. Dann trennen wir das so ein bisschen auf. Gut, die nächste Erweiterung. 1000 haben wir jetzt. Stadtviertelrichtlinien, zweites Darlehen. Sehr, sehr gut. Wir warten kurz mal und machen mal das Grid jetzt richtig. Okay, jetzt bilden wir so ein bisschen heraus,
wie ich mir das vorstelle. Autobahn haben wir noch nicht, ne? Das kommt noch bei 2800. Okay, 2800, das ist der Effekt. Ja, ja, Twitch war kurz down, aber ich konnte weiter streamen, das war kein Problem. Das erste, was ich machen will, ist hier klarstellen, dass das hier unten eine große Straße werden soll. Das ist der Grund, warum ich an dieser Straße auch nicht zone. Und die nächste Sache ist die hier. Das wird auch eine große Straße. Da muss ich kurz rezonen. Nicht mit Rezo zu verwechseln. Null. So. Weil das ein großer Verbindungsschlüssel für diese Bereiche. Der Industriebereich, der wird hier noch einmal weggehen. Also der wird einmal umziehen. Von hier nach da. Weil das kriegt einen separaten Autobahnanschluss hier. Das ist immer wichtig, Industrie gut zu verbinden. Okay. Gut, dann können wir... Ich muss das hier mal wegmachen jetzt. Und zieh das hier hoch. Okay. Früher oder später wird das hier auch weggehen. Das heißt, die ziehen dann um hier rüber. Weil das hier, das verbindet gerade alles noch ein bisschen, das wird ein Park. Weil direkt an der Autobahn wohnen wird richtig beschissen sein. Also das hier wird, dieser ganze Streifen wird so ein grüner Park werden, damit das so ein bisschen isoliert von der Autobahn. Weil das wird Autobahn werden. So, wir brauchen eine Feuerwehr. Was? Warum haben wir denn hier so eine Feuerwache? Die ist ja insane. Hä, haben wir keine normale Feuerwache? Oder habe ich irgendwelche kranken DLCs deinstalliert? Polizeiwache. Historische Feuerwache. Radwege statt Autobahnen. Digga, hallo? Hier ist auch eine normale Arztpraxis. Die sieht ganz komisch aus. Das muss von dem DLC kommen. Okay, wir gehen erstmal in Feuer rein. Feuer! Das bauen wir, denke ich mal... Auch ja beides Anschluss. Ich denke, hier passt das gut. Gerade die Industrie, da sollten wir auf jeden Fall Acht geben, was Feuer angeht. Es gibt verschiedene Designs für verschiedene Maps. Oh, alright. Was ist denn dein Problem hier, bitte? Mhm,